Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ein etwas kürzeres Video, weil ich habe mir einfach nicht so viel Zeit genommen, weil halt Ostern war und dann möchte man halt Zeit mit der Familie verbringen und nicht ständig Videos schneiden oder sowas. Aber jetzt ist es soweit, jetzt kommt nochmal ein Video. Und zwar, ich habe mich vor 2 Tagen gefragt, da wollte ich dieses Nest hier anschließen. Könnt gerne mal schauen. Hier eine meiner Lieblingskolonien. Ich weiß nicht, ob ihr eine Lieblingskolonie habt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn, dann welche Art. Das hier ist jetzt eine Lasius Niger, meine Lieblingskolonie von Lasius Niger. Aber man kennt es ja oft. Die Arena ist dreckig. So auch vor 2 Tagen. Und von der letzten Art. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr ganz normale Erde aus dem Garten in diesen Bodengrund hier, in diesen ganz, 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 ganz feinen Bodengrund hier, seht ihr, wie fein das ist? Verwandeln könnt. Dann würde ich sagen, kommt mal mit und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt im Garten von mir und was braucht man eigentlich dazu? Das hier nehmen wir mal weg, das ist was anderes. Man braucht ein ganz normales T-Sieb, möglichst feinmaschig. Ihr seht jetzt ungefähr, wie feinmaschig das ist. Ja, genau. Und dann braucht ihr eine ganz normale Tasse. So. Aber das Wichtigste ist natürlich der Bodengrund. Also nehmen wir herkömmliche Erde. Wir nehmen uns ein bisschen, das müsste möglichst trocken sein am besten. Ihr seht hier, die Erde, ganz wichtig, die muss ungedüngt sein. Dieses Beet hier ist auch ungedüngt. Und möglichst rein. Genau, dann machen wir das so. Haben wir uns ein bisschen was genommen. Und dann seht ihr hier diese Tasse. Ich nehme das jetzt hier mal und dann zeige ich euch direkt. Wenn ihr hier drüber seht, seht ihr diese ganzen kleinen Partikel. Und das ist im Grunde die ganz feine Erde. Und dann könnt ihr das hier auch noch ein bisschen, sagen wir, durchmischen. Und dann habt ihr im Grunde den perfekten Bodengrund. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier. Jetzt habt ihr eine Handvoll von diesem Zeug. Seht ihr? Ganz schön viel. Und das, das hier ist jetzt natürlich nicht genug, um eine ganze Arena vollzustellen. Aber wenn ihr das ein paar Mal macht, dann kriegt ihr die perfekte Arena-Erde. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir in die Küche und dann zeige ich euch was. So, wir haben jetzt die Tasse hier. Erstmal Autofokus anstellen. Hier ist dieser ganz normale Bodengrund drin. Aber dieser Bodengrund, da sind teilweise Milben drin und andere Schädlinge, die euren Ameisen, gerade wenn ihr eine kleine Kolonie habt, extrem doll schaden können. Deswegen ist es zu empfehlen, also ihr müsst es nicht machen, aber ihr solltet es machen, eine Mikrowelle zu benutzen. So, ich nehme jetzt hier mal meine Mikrowelle. Dann stellen wir mal auf ungefähr 600 Watt, öffnen sie und legen das hier rein. Die Tasse wird extrem heiß, also Achtung! Seid vorsichtig mit euren Fingern. Jetzt stellen wir auf ungefähr 1 bis 2 Minuten. Und jetzt warten wir ab. So, die Zeit ist jetzt vergangen. Und dann müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil das wird extrem heiß. Nehmen wir uns hier mal die Tasse. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen vorgespult, also kann ich es noch mit der Hand anfassen. Hier seht ihr es. Ich stelle es mal ab. So, hier ist die Tasse. Hier wurden jetzt alle Mikroorganismen und auch normale Organismen, wie zum Beispiel auch andere Insekten, abgetötet. Weil die Mikrowelle, soweit ich weiß, ich kenne mich damit nicht so hundertprozentig aus. Also falls ihr das besser wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mikrowellen töten, glaube ich, alle Organismen mit Fett oder Wasser.
Also das ist, was sie im Grunde erhitzen, soweit ich weiß. Und jetzt müssten eigentlich alles abgetötet sein. Müsste alles abgetötet sein. Und jetzt können wir das ganz einfach für die Arena benutzen. Ja, außerdem jetzt noch, ganz bei Rande. Ich habe herausgefunden, dass nur 54% von euch abonniert haben. Also, falls ihr hier unten so einen roten Button seht und der noch rot ist, dann klickt da drauf und falls da so ein Glöckchen ist, klickt da drauf und dann klickt ganz nach oben, wo das Glöckchen klingelt. Ich gebe euch jetzt 5 Sekunden Zeit. Danke, dass du abonniert hast. Ja, dann würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ja, ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen und behilflich sein. Deswegen würde ich sagen, ja, dann bis bald und ganz wichtig, bleibt fasziniert.